Hallihallo, jetzt wieder Tombi und heute spielen wir mal wieder die besten Star Wars Spiele aller Zeiten und zwar in Roblox. Okay, dann haben wir schon wieder eine riesige Auswahl. Was nehmen wir denn? Den Säbel Showdown. Star Wars Roleplay, der Yoda guckt so super. Komm, das hier grinst mich an. Star Wars Schlacht von Geonosis. Ah, geiles Bild schon mal. Willkommen bei Star Wars Battle of Geonosis. In diesem Spiel kann jeder mit kostenlosen Schiffen, Panzern und Waffen spielen. Zwei verschiedene Schiffe explodieren lassen. Geonosis Fabrik, Turm, Arena, Höhlen und mehr erkunden. Zwei verschiedene Schiffe explodieren lassen. Hä? Na gut, let's go. Willkommen in der Schlacht von Geonosis. Erlebe kostenlose, wie sind denn immer kostenlose, Boden- und Luftkämpfe. Schau dir die Links in der Beschreibung an. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Venator-Explosion 203. Ist das ein Countdown? Da fahren sie schon, ich will auch. Teams, Republik, CIS oder... Kann man hier die Geonosianer spielen oder was? Ja, richtig Bock als Geonosianer zu spielen, ey. Okay, Republik dürfen wir irgendwie nicht, dann nehmen wir halt die Konföderation. Bin ja sowieso ein großer Freund der Konföderation. Alter, das sieht sogar echt cool aus. Höhle, Gesicht. Wir beim Gesicht starten. Das ist die Fabrik, ach so. Hallo Leute, ich bin auch da. Ja, ich kann in die Ego-Sicht. Ich glaube, bei der Laufanimation bin ich auch in die Ego-Sicht. Das ist ein anderer! Hallo! Hey! Lauch, warte. Zu meinem Blaster. Oh, yo! Hab ich unendlich Schuss? Geil, ey, Kollege, machen wir die fertig. Wie heißt nur Adrischnikov? Also, das sieht halt echt cool aus. Da kann man nicht meckern. Guck mal, das sind auch so Kommandoposten. Das ist wie Battlefront. Oh mein Gott, die Klone greifen an! Wo ist Adrischnikov? Ich brauch dich, mein... Boah, der kann fliegen. Warum hat denn der ein Jetpack? Wo ist mein Kumpel? Adrischnikov, wir werden attackiert! Adrischnikov, wo bist du? Oh mein Gott, die greifen... Ich bin tot. Dieser Kadett, der sieht ja super aus. Okay, ich muss das Game noch ein bisschen peilen anscheinend. Was haben wir hier? Ach, das ist die Sekundärwaffe. Alter, was ist das denn? Hier ist ein Tresor. Vault closed. Dann machen wir den mal auf. Können wir das? Ja, das geht. Danke. Fünf Minuten müssen wir warten. Das ist Count Dookus Geheimtresor. Sind das geonosianische Eier? Wollte nur testen. Oh! Ist das wieder mein Kumpel? Nee, das ist Jakob. Hallo, Jakob. Nein, Jakob, willst du in meinem Vault? Der guckt. Der guckt, wie lange das noch braucht. Ja. Okay, Jakob und ich haben uns eher nochmal entschieden, mal rauszugehen. Ich glaube, ich habe mich verlaufen in den Höhleneingängen. Was ist denn? Wer hat denn das hier alles gebaut? Ja, ich weiß, dass ich in den Höhlen bin. Hör auf, mich zu verarschen. Ah, das sieht nach dem Ausgang aus. Nein, es sind nur noch mehr Höhlen. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Das ist der Weg wieder zurück, oder? Ach, Mann. Hä? Was? Warum ist denn jetzt ein Alarm? Leute, Alarm! Ach, oder ist es der Vault? Komm, da muss jetzt irgendwas Überkrasses drin sein. Das ist alles meins. Alles meins! Was ist das? Goldene Rotationsgun? Yo! Ist aber immer noch Alarm. Ich mach die alle fertig. Ich muss den Ausgang finden, verdammte Scheiße. Guck mal, wie cool der aussieht. Mach sie fertig. Oh, ich glaube, unser Schiff explodiert gleich. Haben wir jetzt gleich verloren? Oh, bitte nicht. Ich habe gerade die goldene Waffe. Nee? Huch. Ah, das ist der Ausgang, oder? Endlich. Oh, jetzt sind wir draußen auf Geonosis. Endlich. Cool. Okay, ich brauche ein Fahrzeug. Was gibt's denn hier? GUS-Träger, Schweber... Schweberwagen, Schneckenbecken. Wollte schon immer wissen, wie die heißen. Ganz offiziell heißen die Schneckenbecken. Ach du Scheiße, man steuert das mit der Maus.
Jo, ich bin der mächtigste Kampfdruide aller Zeiten mit meinem Schneckenbecken. Ich hänge an irgendwas. Okay, da ist unser Schiff. Wo ist denn der Venator? Oh. Oh. Hilfe? Ja, gar kein Problem. Die Druidenfabrik wird attackiert. Da gehen wir wieder hin. Raus da und stürmen. Yeah! Ich weiß zwar nicht, ob das ein Bürger war oder irgendwer. Was ist denn das für einer? Der hat mich direkt gewonnen-shot. Ich hatte doch meine goldene, krasse Waffe. Ah, Druidika muss man kaufen. Ich wollte gerade sagen, schade. Dann wird es wohl Zeit, als Superkampf-Druide zu spawnen. Boah! Das ist ja cool. Handgelenksblaster, Handgelenksrakete. Oh. Schwungrad? Ist das das General Grievous-Rad? Los geht's. Juhu, sieht auch überhaupt nicht cursed aus. Juhu, das Schwungrad. Kann ich damit nicht schießen? Gibt's da keinen Schuss? So, hier dürfen wir uns auch safe ein Schiff holen, oder? Geil. Waffenschiff oder ein Dreikämpfer? Wir holen uns ein Waffenschiff. Boah, ja, Mann. Man sieht da ja überhaupt... Ah, kann ich noch rauszoomen? Nee, kann ich nicht. Ah, man kann aber so die Sicht ändern. Das ist schon cool gemacht, Mann. Da ist einer. Ja, Mann, den haben wir zerlegt, den Boy. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ja. Der ist auch tot. Wir zerlegen sie. Oh mein Gott, ich brenne schon. Ich muss notlanden, notlanden. Raus hier. Ja, mein Land. Ich bin im letzten Moment noch rausgekommen. Hier ist eine dicke Raumschlacht. Hilfe. Er will. Oh, ich hab den. Yo, hä? Das ist der Venator. Das sieht aber schon. Also, man kann nichts sagen. Das sieht echt cool aus. Die haben sich echt Mühe gegeben. Nein, da kommt eine ATTI, Leute. In perfekter Laufanimation. Sieht der mich? Ja, auch versteckt, ne? Ich glaube hier. Man sinkt aber auch einfach in den Boden, wenn man schleicht. Ja, haben sie sich leicht gemacht. Normaler Modus und Stealth-Modus aktiv. Undercover, wir tauchen unter. U-Boot aktiv. Er sieht mich. Da ist er. Schnell. Yeah, den haben wir fertig gemacht. Keiner legt sie mit dem Superkampf-Druiden an. Schnell holen wir uns hier nochmal ganz schnell so ein Schneckenbecken. Ach so, ich kann hier reinfahren. Oh, wir werden attackiert. Schnell rein. Cool, ich dachte, das geht nicht. Ich dachte, das wäre so ein geschützter Spawnpunkt. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Das sind die Arrestzellen. Ja, irgendwie darf ich hier nirgendwo rein. Ich kann gar nicht zum Venator. Ich wollte eigentlich zum Venator hoch. Darf nicht. Okay, dann gehen wir mal bei den Bürgern rein. Gucken wir mal, wie es da ist. Als spielen wir in seinem krassen eigenen Roblox-Avatar. Oh yeah, sehe ich cool aus, oder? So. Wir haben nur das hier als Schiff. Aber warum sollte man die denn spielen wollen? Jetzt fliegen wir auf die Dreadnought hoch. Guten Tag, ich bin einfach nur ein Bürger. Der hat beschossen, schnell weg hier. Oh, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Hey, geh mal los, es fliegt hoch. Okay. Das ist der nächste. Ich werde gejagt. Nun gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's mit meinem kleinen Ausflug in die Schlacht von Geonosis. Es war ein Erlebnis. Ja. Nun gut, daher vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war's mit den besten Star Wars Spielen überhaupt in Roblox. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ciao, ciao.